Yo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Road to Glove Unboxings. Und heute habe ich auch wieder mal 10 Klatschkisten, weil ich Bock drauf habe auf die Kisten, weil es momentan auch die neuesten sind und mir die Skins relativ gut gefallen, beziehungsweise eigentlich momentan die beste Kiste. Und dann gibt es noch ein bisschen Informationen nebenbei und zum Schluss gibt es auch noch ein Giveaway zum Auflosen, zwar das monatliche Giveaway von Februar. So, ich habe gerade irgendwie ein Denkproblem. Und zwar gab es ja noch eine AK Neon Revolution, die ja da rausgeht. Aber egal. So, erste Kiste. So, eine MP7 Bloodsport in Stead FN wäre schon mal nice. Bräuchte ich nämlich hier das Play Skin. So, erstes Skin ist mal ein Purple Skin, die Nova Wild 6. Ist jetzt halt... nicht wirklich nice. Was ich eigentlich ansprechen wollte, nebenbei, ist ja, warum momentan so wenig Videos kommen, beziehungsweise fast gar keine, weil letzte Woche kam ja gar kein Video. Und zwar liegt es ja daran, dass ich momentan ziemlich beschäftigt bin und so in der Arbeit Stress habe. Wir haben da jede Menge Arbeit zu erledigen. Und ich da auch die eine oder andere Überstunde mache, beziehungsweise im Schnitt sind es so 3 bis 4 Überstunden am Tag. Und ja, war eine anstrengende Woche letzte Woche. Aber ich beschwere mich da jetzt eigentlich eher weniger, weil ich habe ja vorher zum Beispiel meinen Geburtstag ein neues Auto kaufen und da ist das extra Money, was ich durch die Überstunden mache, jetzt gar nicht mal so verkehrt. Und das wird jetzt dann auch, glaube ich, noch 3-4 Wochen so weitergehen, beziehungsweise in 3 Wochen habe ich ja Geburtstag. Aber das mit der Arbeit wird jetzt ja gut Monat. Muss mir das dann so einteilen, dass ich in Zukunft am Wochenende dann Videos vorproduziere, weil unter der Woche habe ich absolut keine Zeit. Heute ging's, heute hatte ich keine Überstunden zu machen, deswegen kommt das Video ja auch ohne Max7. Das Video ja heute, eigentlich wollte ich, dass er geplant wäre, es gewesen, dass es gestern online kommt. 0,36 ist nicht so gut. Aber ich habe, glaube ich, also 3-mal Purple, 2-mal Blue. Lief schon mal schlechter. Aber komm, ich will jetzt mal die Handschuhe. Jetzt ist es, glaube ich, die 16. Episode. Bin mir jetzt nicht mehr so sicher. Bleib stehen, noch eine Max7. Wäre auf jeden Fall besser als die PC-Version. Und sonst gibt es eigentlich nichts zu besprechen. Glaube ich halt mal nicht. Und nee, eine Sache gab es doch noch. Aber ich bin in letzter Zeit, beziehungsweise momentan eigentlich gar nicht am Suchten, nur ich habe, halt bevor das mit den stressigen Arbeitswochen so begann, Baron Fortnite gespielt und habe da auch, glaube ich, ein paar schöne Clips erspielt. Da bin ich ja auch am Überlegen, ob ich vielleicht ein Fortnite-Video mal bringe zur Abwechslung. Nice, nice. 0,12. Es geht. Also die USB sieht ja gar nicht auch nice aus. Aber irgendwie fehlt mir da was. Ich glaube, ich gucke mir das mal in-game an. Vielleicht nehme ich das ja auf und schneide das noch am Ende des Videos dazu. Wobei, so neu ist die USB nicht mehr. Ich glaube, die Mehrheit weiß mittlerweile, wie die aussieht. Aber ich könnte mal gucken, was das so wert ist noch, weil da habe ich momentan absolut keinen Plan. Oh mein Gott. Lol. Hätte ich jetzt nicht gedacht, ich hätte es mit 5 Euro gerechnet oder so. 16 ist schon okay. Auf jeden Fall ist die USB aber nicht mein Ziel, sondern die Handschuhe sind mein Ziel. Das sind jetzt 160 Kisten, die ich in diesem Format sozusagen jetzt schon aufgehebelt habe und noch keine Handschuhe bekommen habe. Okay. Jo, dann egal. So, dann geht es weiter mit dem Giveaway. Zu gewinnen gab es ja diese AK Neon Revolution. Und wie gesagt, ich werde den Gewinner unter den Kommentaren des letzten
Road to Glove Unboxing Video ziehen. Und ich habe die Kommentare schon vorgeladen und brauche jetzt eigentlich nur noch Start drücken und dann kommt einer von euch. Der Gewinner ist... Ui... Kutzlum Squiz. Keine Ahnung, wie ich das ausspreche, aber er hat auf jeden Fall kommentiert mit coolem Video. Mate, ich werde dich kontaktieren. Hoffe, du antwortest. Wenn nicht, werde ich den Skin einfach nächstes Monat wieder raushauen. Und ja, auf jeden Fall mal Glückwunsch an dich. Und ich glaube, ich bin mir jetzt noch nicht sicher, aber es kann sein, dass das nächste Giveaway vielleicht schon am Samstag kommt. So das monatliche Giveaway im März. Aber da muss ich mal gucken, wann ich da wo Zeit habe. Ich hoffe zumindest. Dann war es dann eigentlich auch schon wieder mit dem Video für heute. Aber über einen Daumen nach oben würde ich mich freuen. Und ansonsten... Ciao und bis zum nächsten Mal. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Mates.